Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch salvierte Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Crusader Kings 3 mit mir, dem Tante, genau bekannt als Günther Shadow. Und wir sind zurück mit dem mächtigen Hause Brian. Und immer noch im Krieg mit Frankreich. Wir müssen halt weiter in Richtung Auvergne. Wir versuchen das heute mal hinzukriegen. Und der Krieg kostet uns halt auch ein Vermögen, ne? Ja, mach das mal weg. Und alles andere hat noch ein bisschen Zeit. Wir gucken mal. Also dieser Krieg mit Frankreich, die ja auch... Also Frankreich ist halt gerade im Krieg mit Vermandois und das zeckt mich halt irgendwie ziemlich, weil wir kämpfen halt nicht nur gegen diese 10.000 Mann aus Frankreich, sondern wir kämpfen halt auch noch gegen die 10.000 Mann aus Vermandois und das ist halt... Das ist halt echt so ein... Ja, ich weiß nicht. Das ist halt so ein richtiger Abfuck irgendwie. Also das geht mir halt echt total auf den Keks. Ja. Ich muss vor allen Dingen halt auch mal gucken, dass wir die Auvergne besetzen, ne? Ich habe ja gesagt... Warte mal, warum... Hier. Da, ne? Das ist ja unser Kriegsziel, ne? Und die da, die sind blau umrandet. Die kämpfen gar nicht gegen uns. Die kämpfen mit uns. Also die müssen wir gar nicht belagern, ne? Aber das hier müssen wir alles belagern. Also ich guck mal, ja, vielleicht haben wir Glück und schaffen das da heute, ne? Okay, wir kriegen eine Hauskatze. Und wenn ich jetzt sagen würde, lauf mal hier hin. Ja, ne, dann willst du einmal so komplett durchlaufen, dass du den Verschleiß aus der Hölle bekommst. Okay. Ne, dann bleibst du einfach da. Und du machst, Warum bekommt er denn hier Verschleiß? Ja, dann bleibt ihr mal da stehen. Ja, guck mal. Ja, also für Hauskatzen, da gibt es bei mir einen dezidierten Namen. Mörp heißt sie. Gucken wir mal, was der Mörp für uns so macht und bringt und kann. Nämlich 32 kosten. Okay, wir gucken mal. Ne. Das ist halt auch wieder so typisch KI, halt einfach mal im Zweifelsfalle die Versorgung komplett ignorieren, ne? Okay, ich brauche jetzt unser Kriegsziel da unten. Jetzt sind wir nämlich schon bei 92%. Ich glaube, jetzt könnt's, wenn wir Schwein haben, geht's jetzt schnell.
Komm, Alter. Okay. So, mal hier runter, bitte. Ich weiß nicht. Napflath. Und ich verbringe im Augenblick viel... Napflath und ich verbringen im Augenblick viel Zeit miteinander. Wir werden viel spielen. Wir haben doch Spaß. Das ist meine Schwester. Meine Schwester wird mein Freund. Tja. Oh mein Gott, ich hab gedacht. Ich hab schon gedacht. Komm, wir haben es fast. Komm, da drüben noch eine in der Auvergne, dann haben wir's. Oh, wir haben eine neue Kulturepoche gestartet. Und der Duncan ist unser Kulturoberhaupt. Dann ist das halt wohl so, ne? Komm, Leute, jetzt aber. Okay, pass auf, ich bin jetzt mal ein bisschen risikofreudig. Ich löse die da oben jetzt mal auf, in der Hoffnung, dass wir das Ding hier noch kriegen. Und dann immer noch nicht fertig sind, okay. Der Bürgermeister Eden bekommt einen 20er Meinungsbonus bei uns, okay. Boah, Alter, immer noch 92%, warum? Warum? Wir halten das doch alles. Okay, also Kersi noch und dann haben wir's. Okay. Danke. Gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Wir holen uns das Schwab. Ach, Druckmittel. Genau, hüpf in meinen Beutel. 50% haben wir, okay. Schwere Reiter. Wenn ich ihn hier angreife, müssen wir das eigentlich ziemlich lässig gewinnen. Kreuzzug ist erfolgreich. Super. Super. Wir haben, glaube ich, aber nichts gekriegt, weil wir... Oh, Napflath unterstützt mich mit 75 Gold aus ihrem, von ihrem Taschengeld. Okay. Okay. 80% Siegstand. Das kann sich sehen lassen. Ja, jetzt haben wir leider nichts durch den Kreuzzug bekommen. Das ist schade, aber ich hatte echt nicht die Möglichkeit, da irgendwas mit einzubringen. Also wenn wir jetzt tatsächlich... Also wir hätten das vielleicht noch machen können, wenn wir jetzt nicht gegen Valencia im Krieg liegen würden, ne? Okay, Forderungen haben wir jetzt durchgesetzt. Das ist so geil, jetzt gehört es zu Irland. Wir haben ein Druckmittel gegen dich. Ich kann ihn jetzt einkerkern und, ihm den Titel abnehmen. Das wäre doch witzig, oder?
Okay. Das Problem ist halt hier, das wird uns halt keine Kohle bringen, ne? Wahrscheinlich, oder? Ja, müssen wir gleich mal gucken, was wir da nehmen. Das ist ein Graf von Toledo. Ah gut, wir holen uns mal das Lösegeld, die Lösekohle von ihm. Die will die wahnsinnige Kröte wieder haben. Okay, die will die wahnsinnige homosexuelle Kröte wieder haben. Objektiv gesehen gibt es da natürlich überhaupt keinen Zusammenhang, ne? Wobei man jetzt natürlich hier zu allen möglichen schlechten... wobei sich hier natürlich jetzt alle möglichen schlechten Witze anbieten würden. Nee, lass es. Der Typ, der bleibt bei uns im Knast, bis er... Weiß ich nicht. Bis er anders aussieht. Okay, nee. Wer ist das nochmal? Okay, das ist so ein... Das ist der besessene Thomas von Chartres. Okay. Mal Lösegeld haben wir gefordert, ne? Der ist mit den Kopten verbündet. Okay. Wow, ich habe ein Geschenk erhalten. Der Blick aus zwei grünen Augen folgt mir durch den Gang. Und ein leises Miau ist zu hören, als Murp mein Bein anspringt. Meine Katze mag zwar noch jung sein, aber sie ist dennoch wild und ungestüm. Als das Tier wegstolziert, sehe ich, dass es mir in ihrem Versteck ein funkelndes Geschenk hinterlassen hat. Wow. Zwei Dukaten. Super. Da kaufe ich mir vielleicht ein halbes Brötchen von. Komm, setz den mal noch als Hofarzt ein. Der wird das zwar nicht mehr lange machen. Ich könnte übrigens hier... Ich könnte den Merb streicheln und mal gucken, was passiert. Das machen wir mal noch nicht. Sollen wir Island noch von dem Bastard zurückerobern? Kostet mir momentan zu viel religiöse oder zu viel religiöse Autorität oder wie auch immer das hier nochmal heißt, ne? Sowieso alle mitmachen, da machen wir uns mal keine falschen Vorstellungen. Die werden auch alle mitmachen, da machen wir uns mal auch keine falschen Vorstellungen. Ist das irgendwo, ist diese Fraktion irgendwo doppelt besetzt? Nicht wirklich, ne? Okay.
Ich bin echt ein bisschen damit überfragt, was wir so machen können, außer jetzt warten, bis wir volljährig sind. Ne? Nicht so viel wahrscheinlich. Vielleicht auch nochmal so einen Bürgerkrieg führen, ne? Ja, klar, warum nicht? Ich lass keine von denen raus, vergiss es. Wir können mal gucken, haben wir noch irgendjemanden so von den Franzosen da im Lösegeldkeller? Hier, die können wir noch für einen Zehner freilassen. Der Ed Wolf ab Ulfküttel. Was will der? Meine Bekanntschaft hat sich stets etwas Neues ausgedacht, um mich zu schikanieren. Ah, okay. Wann immer wir uns begegnen, folgt mir einen ganzen Tag lang, wobei er bellende Geräusche macht und mich ein Köter nannte. Er macht mir Angst, vor allen Dingen, weil ich ja eigentlich eher so Katzen mag, ne? Doch, was soll ich tun? Feige und er wird unser Quälgeist. Oder wir werden faul und er wird unser Quälgeist. Oder wir werden eigenwillig und er wird unser Quälgeist. Dann werden wir eigenwillig. In Gottes Namen. Minus 1 auf Bildung. Schade. Nee, und aber jetzt kommen nämlich die ganzen Engländer wieder hier. Und die müssen wir nämlich auch noch angreifen. Und das können wir jetzt, glaube ich, sogar machen. Hier zum Beispiel dem Typen da, ne? Die sind ja jetzt unabhängig hier, ne? Dem kann ich den Krieg erklären. Ich habe ja hier einen de jure Anspruch auf East Riding. Hat der Verbündete? Der tatsächlich Verbündete? Wer ist das? Herzogtum Armagnac. Okay, gut, krass. Und dann gibt's hier noch die Alte. Und dann gibt's auch noch hier Kommandant Hackfresse. Ich überlege gerade, ich hätte gerne einen ohne Verbündete. Die haben beide keine Verbündete. Die haben 930 Mann, der hat 610. Dann würde ich sagen, leg mir das Ding mal gerade hier rüber. Guck mal, da greifen wir den an für 90 Prestige. Und wir kriegen 5 Jahre lang rattenfrei. Das ist ein krasser Gesundheitsbonus. Und Friede ist fertig. Auflösen. So, dann legst du mir den einfach jetzt nochmal bitte hier rüber. Ah, warte mal. Nee, die hat ja ein Bündnis. Ne? Schlimmende Krankheitssymptome, okay. Cool, also ich habe Ratten frei bekommen, bin dafür direkt dann wieder krank geworden. Super Sache. Ah, lass mal den Bürgermeister frei. Warum nicht?
nicht. Ah, okay. Ich habe nur den Grafen von Anjou im Knast. Dann lassen wir den jetzt auch mal raus. Komm. Prinz Evander Holyfield, aber den nehmen wir nicht mit raus. Tja, wenn wir schon krank sind. Möb, der Unruhestifter. Herzogin Konstanze verliert 20 Mal. Ah ja, okay, schön. Wir sind wieder gesund. Und den machen wir wieder platt. Schön. Gut, okay. Wir sind nicht verlobt. Ja, wollen wir uns verloben mit jemandem? Hm, wie alt sind wir denn? Wir sind 11. Wir haben nur einen 3er Bildungswert. Das ist echt nicht so viel, ne? Oh gut, okay. Ja, das mit dem Verloben, ich weiß nicht. Also das... Wir heiraten dann, wenn die Zeit reif ist. Und dann suchen wir uns halt jemanden raus, der gut ist, ne? Die Tomet kann heiraten. Wollen wir die mit dem Sachsen verheiraten? Alter, der hat Truppen. Aber der ist ein Vasall von den Deutschen. Das bringt mir nicht ganz so viel, ne? Können wir die matrilinear aufhalten? Ah, guck mal hier, da. Was ist denn mit dem? Guck mal hier, die Griechen, ne? Die überschwemmen auch wieder den Heiratsmarkt hier. Das ist ja echt so ein Ding, ne? Aber die Bürgermeister, die gehen unklar. Björn Estridsson. Boah, Vater, ey. Der bucklige Flaggeland, der hat sich selber den Rücken bucklig gepeitscht, ne? Ja, ich weiß nicht. Der Suffkorb. Okay, pass auf. Komm, dann nehmen wir doch den. Dann nehmen wir den doch. Bringt uns immerhin ein paar Trüppchen mit. Ausgezeichnet. So, jetzt Preisfrage. Wir brauchen noch 5 Grafschaften. Das sind 3. Es reicht also, wenn wir den nächsten Krieg gegen Gloucester. Okay, König William ist. Der ist ja noch krasser. Oh, wir haben sogar gar keinen Waffenschirm mehr mit denen. Ey Leute, dann machen wir das doch jetzt, oder? Dann führen wir jetzt noch einen Krieg mit, den Krieg mit Gloucester, oder? So, einen Tag später, Kinder sind im Kindergarten, ich kann wieder aufnehmen. Ich habe aus irgendeinem Grund kriege ich sofort, wenn ich diesen Speicherstand lade, einen Ruf zu den Waffen. Also von daher, gut, ne? Nehmen wir das jetzt mal an. Ich glaube, ich wollte gegen Gloucester kämpfen, wenn ich das richtig sehe, ne? Schieb mir den mal hier hin, bitte. So, und jetzt sagen wir... Ah, warte mal, mir fehlt noch ein bisschen... Wenn ich das mache... Dann kriege ich minus 50 auf Innovationen, oder was? Okay, gut, dann warten wir einfach noch einen Moment. Jo, dann gucken wir uns das noch ein bisschen an. Ah, mhm. Oh, guck mal, der Typ ist im Knast mittlerweile. Boah, Alter, ey. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der Typ 1000 Jahre alt wird, ne? Also, ja. Egal. Oh, ich bin nicht verlobt. Ich werde mich aber auch nicht verloben. Ich werde erst später dann heiraten. Und das haben wir ja alles gemacht, ne? Okay, dann gucken wir mal. Was war hier?
Ihr verliert euer Druckmittel gegen Herzogin Krinoch. 20 Meinung. Oder wird mir einen Gefallen nach wie vor schulden? Warum ist die Meinung mit der so schlecht? Angriffskrieg, aber das ist doch schon lange, lange her. Na gut, komm, dann nehmen wir die 20 Meinung mit und wir füllen das Druckmittel. Ich kann damit leben. Ein mieses Fest, okay. Bei Festmahl ist es laut, Erwachsene sind langweilig und das Essen ist nicht sonderlich gut. Mein Vormund, Felchert. Warum ist das mein Vormund? Alter. Okay. Scheint sich zu amüsieren. Ich kann seine Aufmerksamkeit nicht erregen, um ihm zu sagen, dass es mir hier nicht gefällt. Okay, also wir werden dann entweder ungeduldig. Bekommen wir minus 2 Bildung, okay. Wir bekommen schüchtern. Oh, Halleluja. Da bekommen wir plus 1 auf Bildung, ist klar. Oder wir werden unersättlich. Wie viel Bildung kriegen wir da? Minus 5? Okay, gut, alles klar. Komm, dann werden wir unersättlich. Alter. Ungebetene Aufmerksamkeit. Ja, okay, gut. Quellgeister und Rivalen, ne? Mörp, enthülltes Geheimnis. Miau! Ich schaue hinunter und sehe, dass meine Katze Mörp mit einer Schriftrolle zu Füßen, mir eine Schriftrolle zu Füßen gelegt hat, die in jedem unverkennbaren Stil versiegelt ist, den meine Schwester Lathir pflegt. Ich gebe der Neugier nach und überfliege den Text. Die Liebe, die ich für jemand anders empfinde. Und die ist doch verheiratet mit so einem anderen Typen, ne? Unglaublich, dass sie so etwas verbirgt. Wir erfahren vom Geheimnis Affäre oder die Welt soll es erfahren. Ja, komm. Mir reicht das, wenn ich davon erfahre. Okay, Dänemark ist down. Wie viel brauche ich hier für meinen Krieg nochmal? 450, alles klar. So lange kann ich noch warten. Was willst du haben? Wo ist die? Oh, Junge! Da? Okay, warum nicht? Gönn dir. So, und jetzt fliegen hier aber die Fritten, ey. Das Kind mach mal platt. So, was nehmen wir denn? Kent? Nee, Feis. 1, 2, 3, 4. Sieht gut aus. Oh, guck mal, kostet sogar nur 360. Easy, ne? Komm hier. Krieg erklären. Will ich hier alle aus? Ja, komm, mach einfach. Komm, das ist so egal, oder? Plop, 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 plop. Okay. Und down you go. Der Song. Halt! Junge, lauf hinterher. Oh, wow. Die Armee hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Das finde ich schon mal gut. Cool, wir haben schon 50% Kriegsstand. Okay. Dann machst du bitte die Onaga mit 2000 Mann. Mit dem Belagerungs-Karl-Heinz und dann läufst du hier hin. Und die Armee teilen wir dann irgendwie mal auf. Einmal hier. Keine Ahnung, und einmal hier. Stopp. Ungezügelter Zorn. Das wird unser Opfer.
Oder der Sifra Brian, der gewinnt Meinung von uns. Warum? Oh, Alter, der Buckeltyp, ey. Okay, interessanterweise ist keiner von denen bucklig gewesen. Sifra Mac Tiger Neck. Okay, das ist der Sohn vom Tiger Neck. Oh, Alter, ey, was hast denn du da wieder für Kinder gekriegt, ne? Das ist dann auch nur dein Haupterbe, ne? Alter, wie alt ist der 7? Redet wie ein Wasserfall, ganz gleich, worum es gerade geht und ganz gleich, wie oft ich es ihm sage, dass mich dieses Geplapper nicht schert. Das hört einfach nie auf, ich werde ihm eine Lektion erteilen, oder? Und wenn ich das mal... Komm, wir kriegen 10 Anspannung. Wir sind ja noch jung, da geht das. Schön, das ging ja schnell. Und man sieht wieder, es ist am effizientesten, wenn man einfach hingeht und hat der, mit wem ist der denn verbündet? Mit Ungarn? Die haben 4000 Mann. Okay, und die haben nicht viel. Ja, der ist 70 und so gut wie tot, ne? Und trotzdem kann die den nicht ehelichen. Also konnte ihn nie ehelichen. Das ist echt lame. Okay, gut, aber macht ja nichts. Lass mal kurz überlegen. Dem können wir nachher noch einen Religionskrieg aufdrücken. Das geht sicherlich auch noch. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, Kriege erklären, Königreichstitel de jure, Grafschaft de jure. Das ist günstig, ne? Das ist teuer, 540. Ja, so lange warten wir noch. Oder kann ich jetzt schon mein Kaiserreich gründen? Ich kann den Titel erstmal eines neuen Herzogtums schaffen. Oh, guck mal hier, das gibt sogar nochmal direkt 300. Schaffe es. Okay. Ja, okay, das hier geht auf jeden Fall. Sollen wir den Kaiser noch schnell angreifen? Ach komm, das sehen wir im nächsten Part, ne? Ich meine, wir müssen jetzt so ein paar und 30 Minuten mittlerweile voll haben. Sehen wir im nächsten Teil. Ich sage jetzt erstmal, macht's gut bis dahin. In diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete.